Willkommen zurück zu Let's Röps Pokémon Rubin. Willkommen zu Let's Meme Pokémon Meme. Pokémon Rumim. Rumim. Rumänien, lol. Tschüss. Rumim. Erstmal müssen wir uns darum kümmern. Spendet uns Geld auf Patreon, damit wir nach Rom fahren. Patreon.com/please give us money. Erstmal angeln wir uns zum neuen Nein, ich will jetzt erstmal Surfer haben. Weil potenzielle neue Viecher, die man dann encountern könnte durch Surfer. Nein. Carpador. Nein. Das Beste ist ja, hier in Blütenburg City, wenn du wenn du surfst, kriegst du 100% Meryl. Und keiner will Meryl. Please angel. Dankeschön. Und bitte, bitte sei auch ein fucking Carpador. I'm gonna kill myself, wenn nicht. Ich will einen neuen Klaus Georg. Plot Twist. Rip in Klaus Georg. Rip in Rip. Rip in Klaus Georg? Alter, da muss man aber ganz schön tief rein. Oh shit. Funktioniert gut. Die Carpador beißen heute gut. Und Level 5, natürlich. Ich hasse mein Leben. Ach ja. Dann kriegst du, also, du weißt, ich Spaß beim Trainieren. Du kriegst sogar einen Superball, du Bitch. Du bist so super, du bekommst sogar einen Ball. Ja. Sollen wir es Gustav Eberhard nennen? Oh. Nein, Klaus Georg jetzt weiter. Nein, wir nennen es männliches Carpador. Okay, ja, ja, finde ich gut. Ja, bitte. Aber bitte mit einem männlich Zeichen dahinter noch extra. Männlich. Ja, männlich. Perfekt. So männlich dahinter. Nee, weiblich. Weiblich, was aber männlich ist. Männlich weiblich. Mach einfach beides. Es ist ja männlich vom natürlichen Geschlecht, aber im Namen hat es dann weiblich. Nein, wir machen das. Ja. Punkt, 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 Lernzeile, männlich, weiblich. Schön. Vielen Dank. Amen. Viel Spaß beim Trainieren, Chris. Ich hasse mein Leben jetzt schon. Ja. Ich nehm's jetzt schon mal direkt mit und schmeiß ihm einfach den EP-Taler an den Kopf. Ende. Ja, kann man mal machen. Ja. Das, man muss es ja nicht umsonst irgendwie schwer machen oder so. Ah, komm her! Schnell weg! Oh, no one knows what it's like to be a Batman. Ich müsste mich irgendwann mal auch hinsetzen und unser Wablu trainieren. Ah, Mrs. Puff! Mrs. Puff! Und Sandy! Puff! Sandy! Schwulipuff! Schwulipuff! Isolde! Ich hatte dazu übrigens noch einen viel geileren Namensvorschlag, nämlich Chrisolde. Aber gut. Warum hast du dich aber Chris so genannt? Weil es weiblich ist. Ja, Chriso. Jalapeno. Pandavmon, das beste Pokémon. Jalapeno, ja. Wunderschön geschrieben. Erstmal freilassen. So, Chriso und Pandavmon. Tschüss. Jetzt brauchen wir noch eins, was wir nach dir benennen. Puff und Sandy. Das sind unsere SpongeBob-Anspielungsdinger. Alles sortiert. Hashtag irgendwas. Wir sortieren richtig. Unsere alter Egos, SpongeBob und die anderen. Und die anderen. Und der Fred so. Fucking Ashley Z, ey. Wie ist eigentlich Mustache gestorben? Gar nicht. Es ist von einer Klippe gestürzt. Was? Ich weiß gerade selbst gar nicht mehr, wie Mustache gestorben ist. Ich glaube, der ersten Arena. Ist in der Arena verreckt? Ja. RIP. Erstmal. Irgendjemand. Oh fuck. Oh fucking shit. Neek. Nein. Warte. Neek. Ja. Wir haben nichts, was Surfer erlernen kann. Moment. Ja, aber VM-Huren gehen doch eigentlich total klar, oder? Ja, und die darf man nur nicht im Kampf verwenden. Ja. Aber... Ah, hier. Dann tut's nur umso mehr. Du fucking Bitch, warum kannst du keinen Surfer? Kannst du wirklich keinen Surfer? Nein, kann es nicht. Ach, nein. Du bist ein fucking Fisch, nein. Du kannst nicht schwimmen. Alter, können man kann bitte, sogar auf Topsy fliegen. Bitch. Können wir bitte einen Screenshot von diesem Nein machen, das Thumbnail nehmen? Nein. Zeit, Klaus Georg wieder ins Team zu holen und ihm Surfer beizubringen, einfach nur damit wir kurz surfen können.
Es ist ein letzter Abschiedsritt. Ja, theoretisch würde es euch gehen. Gas, Gas, Gas! Und ich sehe das dann halt jetzt schon. Step on gas! Und ich sehe es halt jetzt schon, wir sind dann irgendwie bei den Top 4 so gegen Ende des LPs dann so. Oh, wir haben ja noch unser. Wir haben noch Klaus Georg im Team. Ach, das ist okay, wir brechen das Nasog LP ab, ist nur mein LP. It's just a prank, bitch! Fuck! Ha! 26 Pass umsonst, ihr Bitches! Ja, wir haben euch alle belogen. Ich hab grad etwas von meinem Tisch runtergeworfen. Sorry. Apo, nice P-Right. Du hast einmal deinen Tisch zerstört, danke. Ich sehe gerade erst, dass Klaus-Georg weiblich ist. Ach, schön. Fuck off, Gender. Deswegen war ja das. Deswegen hatte ich hier das Problem, weil unser neues Capito ja männlich ist. Das heißt, es ist einfach. Wir hätten es einfach Claudia-Georg nennen sollen. Nein, Klaus-Georg hat ja auch gerade erst fast so reingepasst. Dinge. Wo gehst du jetzt? Wo gehst du jetzt hin? Ich weiß es noch nicht. Oben über Metaros City ist auch noch eine Route. Leute! Fußspur! Na, lohnt sich nicht. Fußspur. Lohnt sich nicht. Wir gehen einfach weiter nach Baumhausen City. Komm. Okay. Das ist die falsche Richtung. Das wusste ich. Ja, immer noch die falsche Richtung. Warum? Was willst du von mir? Rosalt startet von dort aus weiter surfen. Gut, ist so. Weil, und sowas wie ich hatte Führerschein, dass ich mich in der Welt überhaupt zurechtfinde. Nisch, ich lieb dich ja echt, aber du kannst einfach kein Pokémon spielen. Fick dich. Du könntest ja auch wieder das Fahrrad registrieren und damit fahren. Nein. Just no. Dann kann der nächste Radladen wieder unsere Turbotreter beleidigen, geil. Genau. Wow, du hast Fahrrad, aber benutzt es nicht. In the 90s. The new way I like to be. Man sieht, Nish hat ihren Führerschein gemacht. Dürfte ich anmerken, dass ich wirklich... meinen Fahrradführerschein, den habe ich eigentlich gar nicht geschafft. Geil. Ich darf rein theoretisch kein Fahrrad fahren. Nish, I'm calling the police. Ich habe aber right meinen Autoführerschein. Now. Das brächt dich trotzdem nicht, Fahrrad zu fahren. Tschüss. Du fährst illegal mit dem Fahrrad. Ich habe noch nicht mal ein Fahrrad. Du fährst illegal mit deinem unsichtbaren Fahrrad. Ich habe auch kein unsichtbares Fahrrad. Für ein unsichtbares Fahrrad braucht man auch einen unsichtbaren Führerschein. Da geht das eigentlich klar, weil Nisch hat ja keinen. Bitte, ich bin euch befreundet, ganz ehrlich. Warte mal, wenn du sagst, dass du kein Fahrrad hast, warum fährst du jetzt gerade mit einem? Oh shit, what up. Gehen wir dann in, oh Gott, ich hab schon wieder vergessen, wie die Stadt heißt. Malmfro City. Stuff verkaufen und uns neue Superschutz kaufen. Superschutze yes. TM. Yes, yes. Erstmal voll gegen die Wand gefahren. SS. SS, bitch, hure. SS. SS. Arsch! SS, bitch, hure. Geld. Geld. Das, was wir nicht haben. Geld. Ja. Sonderbonbon weg. Money. No, it's funny. Sonderbonbon kriegt ja unnötig. World. So. Mut. Fucking Mut. Oh, warum? Leute. Ernsthaft. Stimmt, in Malfo gab's keine. Fuck, ich erinnere mich. Zeit für die Running in the 90s Montage nach Wiesenflur. Jogging in the 90s. So? Wiesenflur ist so unglaublich uninteressant, dass mir nicht mein Schwert anfällt. Kauf einfach ein paar, bis wir in fucking Baumhausen City sind, ey. Ich hasse das. Das sind zu viele, Nick. Don't waste our money. Can't. Was? Money wasten? Was willst du? Can't. Was du willst, ey. Money. Money. Wollen wir Richmond's World ein Elektro-Pokémon holen? Nein. Elektro-Pokémon. Okay, dann tschüss. Oh, warte! Wobei, nein, doch, wir brauchen Elektro-Pokémon. Theoretisch ja. Ja, du musst aber erstmal den Typen ansprechen, weil du den Schlüssel brauchst. Steuerung! Fahrrad! Qualität. G-
Gib mir den Schlüssel, ich brauche Elektro-Pokémon. Ich kann mal gerade kurz gucken, was es im neuen Malvo alles gibt, damit wir weinen können. Da gibt's Magnetilo und Elektroball. Oder Voltoball. 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 Es ist 50. Es ist 50-50. Voltoball, die beste Fähigkeit. Suizid. Wir können auch Luck haben und 1% Magneton kriegen. Easy Game, easy life. Wie und Luck. Alter, öffne dich, kurz in die Welt. Soll ich dann hinten den Kram auch noch holen oder soll ich. Nee, fange nur das Pokémon. Brauchen wir es? Hier hinten ist noch irgendwo ein Donnerstein, aber what the fuck? Who the fuck cares? Ja! Es ist das eine gute kleine Pokémon. Kugel mit Schrauben als Bein. Mood. Honestly, Mood. Und Arme, die genauso kurz sind wie von Bernd das Brot. Zizzle. Du greifst eventuell nicht mehr an. Das ist mir egal. Ich will auch eventuell gar nicht mehr angreifen. Warum nicht? Das ist ein Pokémon-Spiel. Du musst angreifen. Nein, ich greife an, indem ich Bälle dem Ding an den Kopf werfe. Bleib drin, Bitch. Kann es bitte im nächsten Pokémon-Spiel ein Feature geben, wo man wirklich einfach die Bälle einfach als Angriff werfen kann? Das macht so irgendwie 2 KP Schaden. So, wie sollen wir es nennen? Bam, voll auf die Fresse. Bam. Es ist geschlechtsneutral. Wir müssen hier absolut politisch korrekt bleiben. Wir brauchen einen genderneutralen Namen. Bam. Nein, warte. Ich hab einen besseren Plan, weil es ist. Ich hab eine Idee. Nein, Chris. Okay. Nein. The Bam. Ich hab. Mein Lieblingsman. The Bam Man. The Bam Man. Mit App, so. Danke. The Bam Man. I don't fucking know what it's like to be a Bam Man. Du tötet mich einfach. Warum bin ich mit euch befreundet? Weil du uns lieb hast. Ich auch so. Fucking Mut. Hallo Arena von Malvo City, wir wollten das ein Problem da im Keller lösen. Nein, wir gehen da hin und Chess. Kass. I don't fucking Kass. Kass. Weißt du, Walter, du hast uns auch nicht geholfen. Du hast fast Viecher von uns gekillt. Sehr wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Guckt Part 14. Nein, da. Oder Part 13, oder was war der Schnibbelpart? Das war Part 14. Na gut, dann war ich richtig. Nee, Quatsch, das war 13. 13, Part 13. Es war Easy Game, Easy Life. Ich war eigentlich dafür, dass wir das Magnetilo Lawrence nennen, weil das so ein genderneutraler Name ist. Und Lawrence Klaus Georg war weiblich. Deswegen. Kappador ist männlich. Wir hätten dann die ganze Zeit darüber spekulieren können, ob Lawrence denn nun männlich oder weiblich ist. Yvonne ist männlich. Ja. Ich hätte gerne Fanarts von Yvonne. Gibt's nicht. Pech gehabt. Entweder so ein Transgender oder einfach. Hör mal, hey. Gibt unglaublich weirdes Fanart von Gardevoir, also hör auf. Oh, Gardevoir ist auch geil. David weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, ja, weil Gardevoir mein Lieblings-Pokémon ist. Alter, Fluffelpuff for life. Nein, liegt einfach falsch. You're wrong. Wrong, it's time wrong, to stop. Wrong. Warte mal, das hier ist eine neue Route. Hatten wir hier geangelt? Nein. Ich glaub nicht. Ich guck mal kurz, was es da gibt, ne? Da gibt's Geradax, das weiß ich. Also hinten ist ja noch Gedöns zum... Chris, wieso guckst du nach, wenn das sowieso jetzt Zufall ist, was wir bekommen? Ich gucke nach, was wir bekommen können. Ja, schön, bringt uns nichts. Können. Ich bin ein Angler, yay, deine Mutter. Wir haben eine 30% Wahrscheinlichkeit auf Zigzas, eine 30% auf Frizzlebliss, eine 19% auf Wingull, 10% auf Geradax, 10% auf Voltenso und 1% auf Kecleon. Sprich, wir könnten in der Theorie so lange suchen, bis wir einen Kecleon bekommen, weil wir den Rest mit Species Claws regeln könnten. Darf ich bitte ganz kurz was reinwerfen? Okay.
Okay. Warum haben wir gerade die Sidequest angefangen, nur um ein Elektro-Pokémon zu fangen, obwohl wir schon eins auf der Box haben? Schon irgendwie seit Jahren. Das ist scheiße. Nein, es ist nicht. Ich mag es nicht. Ja, du bist scheiße. Wenn ich die Wahl zwischen einem Magnetilo und einem Fritzelblitz habe. Ich würde definitiv das Fritzelblitz nehmen. Nein. Wer bist du? Doch. Ich bin David. I'm pretty and damn you're ironic. The sound. You're pretty weitere damn ironic Informationen and besuchen Sie david.us. Ohne www, weil ohne mit www funktioniert das nicht. Aus irgendeinem Grund. Echt nicht? Das funktioniert nicht mit www, da kommt irgendwas so mit Dritten. Also zumindest, als ich es auf Twitter gepostet habe, hat es nicht funktioniert. Mut. Ah, oh, jetzt so, kommt der Troy. Hier, Leute, redet. Troy, der wichtigste Charakter. Hi! Fuck, wie war seine Stimme nochmal gewesen? Ich weiß, ich habe den gesprochen damals, ich habe keine Ahnung. Na scheiße, keine Ahnung, gib mir eine neue Stimme. Heiko ist auch schizophren. Du bist der Trainer, den ich in Forsthaven getroffen habe. Troy ist halt so assi. Cool. Okay, einen Moment. Okay, du bist... Stop. Ich erinnere mich. It's time to stop. So. Verschiedenen Arten von Elementklassen genannt. Elementklassen, Lieblingswort. Willkommen zu Let's Play Elementklasse. Tschüss. Ihr macht mich lachen, ihr seid sehr humorvoll, das mag ich. Hallo, ich bin hier. Die Frage ist, was holen, so holen wir uns jetzt auf dieser eins nice Route? Natürlich ein Zickzacks. Ist doch klar. Wir können nach einem Kekleon suchen. Kek. Was sollen wir mit einem Kekleon? Bekommen wir das nicht sowieso später? Ja. Auf dieser scheiß Brücke können wir das holen. Genau. Zählt das noch für die Nuzlocke? Ich denke mal ja, oder? Ja klar, wenn wir auf der Route vorher nichts also auf der Route so vorher halt den, ne? Dinge. Ne, und so. Stehen sie. Können wir bitte darüber reden, dass es hier Schwalbeam in Level 26 gibt? Nein, ich bin am Kämpfen. I don't care about your bullshit. Schwalbe 26, was? Das macht schon weniger Sinn. Oh shit! Who are you? I'm you, but stronger. Nick. Nick. Easy game, ach, easy life. Fucking shit. Ja, was denn? Ich dachte, dass wir gerade auf die Route 123 noch können und dort im hohen Gras Stuff fangen können, aber offensichtlich ist da kein hohes Gras in dem Bereich, den wir bisher betreten können. Alles scheiße. Ich hasse diese Route. Ich hasse Pokémon. Ich hasse dich nicht. Ich weiß, deswegen gehe ich jetzt. Mein Schuss ist ausgelaufen. Ciao. Nein! Tschüss. Sollen wir einen Zickzacks nehmen? Wir hatten bei uns Sklaven. Wir gucken und mit Name Sklaven. Hallo. Wir können ja noch ein bisschen. Willkommen zurück zu Let's Darf Pokémon. Let's Darf Pokémon Rubin. Darf ich let's, das? Let's Nein. Darf Lock Challenge. Let's einfach Nein. Let's No. Just No. Die Darflock-Challenge besteht einfach daraus, dass du 5 Minuten spielst und dann den Emulator beendest. Und das ist die David-Experience. Alter, vier. David man Experience. Hört einfach nur noch, wie irgendjemand einen Controller schmeißt. Fertig. Fertig! Und Kaffee schlürft. Weil Kaffee ist mittlerweile aus irgendeinem Grund mein Markenzeichen. Sehr schön. Yeah. Früher war es Tee, jetzt ist es Kaffee. Alter, Tee ist geil. Apropos, ich kann mir gleich einen machen. Ich kann mir noch einen Kaffee machen. Oder einen Tee. Mach einen mir Kaffee! Ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, wir haben Earl Grey ist toll. Nein, ich mach mir Weihnachtstee. Aber wir haben keine Weihnachtstee. LOL! Irgendwas will mir sagen, dass Montezo doch vom System will. 1%! Niche, please! Bitte!
Wir haben einen Fritzelblitz auf der Box! Nie Spitze, lass mich rein! Nein! Bitte! Nein! Nein! Du bist dann komm, fuck you! Nick! Frage! Ja! Ja? Wollen wir auf der nächsten Route, okay, was? Route 119, so hart Jolon. Und mit so hart Jolon meine ich so hart Jolon. Tropius. Und hoffen, dass wir einen fucking Barschwack kriegen. Das wäre aber ziemlich Jolo. Leute, wir können es auch einfach rausschneiden. Weißt du, was das Schöne daran eigentlich als ist? Als würde ich so lange da rumwurschteln, bis ich einen Barschwall krieg. Außerdem... Nick. Nick. Was wir sonst bekommen können, sind nur Tentacher und Carpador. Hab gehört, wir nehmen ein drittes Carpador ins Team. Können es doch einen Barschwall suchen. Können es doch ein ganzes Team aus Carpador machen. Wir suchen uns Barschwall ins Carpador. Ashley Z, RIP. Ashley Z. Sollen wir noch einen Geradax mit reinnehmen? Wir haben eh nichts Besseres, was wir nehmen können auf dieser Route, von daher. Geht it! Nish, please! Stop. Please, hol mich ins Team! Please! Dieses Voltense ist fucking desperate. Let me play! Please! Let me meme. Let me mem. Let me smash. No, Voltenso, go find Becky. No, Ron. Go find Becky. No, no, Ron. I get you blue. Fuck, ist es Yellow und Blue? Fangen, I got you blue. You want yellow. Du willst es jetzt nicht wirklich fangen, oder? Doch! Wieso? Weil wir ein Kecleon noch auf einer anderen Route bekämen. Wir können uns aber auch einen fucking Geradox fangen. Los, fang das Voltenso jetzt endlich. Wir hätten dann fucking VM-Sklaven. Voltenso würde zusammen mit dem fucking Fritzenblitz auf der Box fallen. Okay, Chris, remove from group. Nein! Na gut. Dann warte ich nochmal auf Ashley Z. Alter, Sturm. Alter. Es will nicht! Bitte nicht, fang mich endlich! Für die Paralyse kriegst du es jetzt nicht. Tschüss. Ich kann schon nicht mehr. Ja, erkennt mich, ist okay. Hallo! Voltenso will einfach nicht. Ich fühle mich sexuell belästigt. Ich krieg mich gar nicht. Platus, dieses Voltenso tötet jetzt Yvonne. Ja, bitte. Ich gehe mich umbringen. Verrecke! Arschloch! Top-Beleber wird eingesetzt. Fuck you, David. Geh masturbieren, ey. So, sollen wir einen Zickzacks nehmen oder einen Geradax? Vielleicht kommt noch von Voltensos. Was? Chris, was? I mean, I guess. Ich meine, bis zum Geradax ein Level up noch. Eben. Warte, ich guck mal, ob Geradax doch etwas Relevantes vorher gelernt hat oder lernt. Kopfschluss, irgendwie. Ende. Tu. Ajo, mach. Mach einfach. Mach einfach, wie du für richtig hältst. Ich habe gehört, nächste Route Barschwa. Nein! Easy game, easy life. Oh, es ist weiblich, es kann die nächste Ashley werden. Ashley Y!
Nein, Ash will G, weil es ja direkt zu einem Geradax wird. Nein, das ist nicht gut. Erinnert ihr euch noch an diese eine Folge von Disneys große Pause, wo alle ihren Namen fucking Ashley geendet haben? Ashley Detweiler. Ja. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Das war die beste Folge ever. Ashley Y, willkommen im Team. Ich war leider nie so ein großer Fan von Disneys große Pause, das war nie so meins gewesen. Ich hab Marathon geguckt. Das war großartig. Aber Disney hatte gute Serien gehabt. Also ich bin ja riesiger Fan von Kim Possible gewesen. Oh mein Gott! Ja, Shigo! Kim Possible war großartig. Sorry. Hey, keine Orgasmen während der Aufnahme! Calm your fucking thirst. Wenn du schon so durstig bist, dann trink was. Das ist eine gute Idee. Leute, pausiert das Video und trinkt etwas. Oder trinkt zusammen mit mir und pausiert das Video nicht. Alkohol, bitte erst abwechseln. Das war ein sehr erfrischendes Schlückchen Wasser. Alkohol ist ab 16 Jahren. Stärkere Spirituosen bitte erst ab 18 Jahren. Du könntest Werbungssprecher werden. Ich renn trotzdem gerade nochmal zurück, weil wegen Heilikus. Nein! Please! Please, Smash! Nicht, please. Ich hoffe, irgendjemand fügt das hier in die Post-Production rein. Dankeschön. Ja? Dankeschön. Das ist ein Extreme-Fuck. So, ich hab's gesagt, also musst nicht, dass es einfügen. When your thirst is just too much. Oh, fucking shit. Ey, David, ich habe gerade uns beide gefunden. Oh boy, schick her. Ja, Moment. Oh mein fucking Gott, warum? Bitteschön. What the fuck? Kann dieser Bildlink bitte nicht so extra sein? Dankeschön. Hier. Extra, extra. Das sind wir. Mean real life. Oh mein Gott, das Post auf Twitter. Me im echten Leben. So, okay, wir beenden aber trotzdem jetzt mal den Part hier vor diesem. Was haben wir in diesem Part geschafft? Nichts. Der Part ist schon 27 Minuten lang, Leute! Alter, wir haben 27 Minuten nichts getan! Ja! Geil. Wir sehen uns im nächsten Part, wo wir vielleicht ein bisschen mehr schaffen. Tschüss. Bye.